Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Assembly. Ich habe leider vergessen, zeitig genug auf den Anfangsknopf zu drücken. Sorry. Er hat noch gesagt, als ob ich Zeit dafür hätte. So. Wir wollen ja der lieben Dr. Shivers helfen. Ein ganzer Monat ist schon seit dem Unfall vergangen. Wie schwer kann das schon sein? Ah, der alte Testraum mit den Säulen. Entons Gesichtsausdruck, als ich den für ihn vorbereitet habe. Naja, ich wollte ja nochmal gucken, was hier so los ist. Also letzte Folge war ich ja mal wieder richtig... Nee, super drauf. Ich will ja rein. Das ist 5E, Kacke. 5C muss ich. Das ist C3. 5F. Hä? Ich habe mir noch aufgeschrieben. 5C. Das ist E. Und das ist C3. Komme ich hier irgendwo lang? Dann muss ich anscheinend runter. Verdammt. Bin ich außer Serverreichweite oder so? Vielleicht sollte ich mir ein tragbares Laufwerk vom Tech-Support holen, wo ich schon mal hier bin, und diese Pinfeather-Daten archivieren. Ist ja nicht so, als könnte Dr. Stone irgendwo hin. Das finde ich jetzt uncool. Ich kann mir nicht mehr angucken, was ich machen soll. Da gucken wir doch mal, was sich hier so anfindet. Ja gut. Ist hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Dunkel, es ist so dunkel gewesen. Nein, ich sehe hier... Schon witzig. Ich kann nicht glauben, dass der immer noch am Netz ist. Na cool. Weil ich in sowas auch so gut bin. Na geil. Ich habe echt überhaupt nicht die geringste Peilung, was zur Hölle ich hier mache. Nicht die geringste. Mann, 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 ihr habt doch keine Ahnung. Oh! Mann! Volltreffer. Yes! Früher war alles besser. Kann ich jetzt wieder? Nö. But to be honest, ich habe immer noch keine Ahnung.
Ich suche einfach nochmal alles ab. Gut, das war nichts. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Das ist jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage. Portable Power System. Caution Trip Hazard. Bringt nichts, wieder zurück nach oben zu gehen. Es geht weiter vorwärts. Ja, ist ja gut. Muss ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Egal. Ich habe auf jeden Fall eine Errungenschaft freigeschaltet. Testwartung. Nicht, wo ich sein will. C2, ich bin da. Ich muss zu C5. Ich habe mich schon wieder nicht gemerkt, wo das ist. Observatorium. Sie haben das also in einen Testbeobachtungsraum verwandelt, was? Besser als vergammeln lassen, denke ich. Yay, vergammeln. Büros. Falsche Richtung. Ja, ist ja okay. Der Aufzug ist am Ende dieses Gangs. Oh, ich habe viel zu viel zu tun, um zur Testparty zu gehen. Was ist deine Ausrede? Soll das ein Witz sein? Meine eigenen Tests haben mich schon fast traumatisiert. Ja, du weißt schon. Geheimlabor und so. Wir können doch nicht einfach jeden reinlassen. Schon, aber ich weiß nicht. Manchmal kann ich selbst kaum glauben, dass ich es wirklich geschafft habe. Hör mal. Sei einfach froh, dass es vorbei ist, okay? Nicht so laut. Wir wollen noch nicht den Direktor auf irgendwelche Ideen bringen. Ich will mich nicht festquatschen, es sei denn, ich muss. So. Mal sehen, ob wir diesmal dann richtig sind. Ja, muss eine Serververbindung sein. Lohnt sich auf jeden Fall, die Daten von diesem Headset zu holen. Hm, falsche Richtung. Wie lange kann man brauchen, um ans Telefon zu gehen? Da ist Nakamura. Perfekt. Oh, hi Cal. Ich dachte, du bist bei der Testparty. Ich wollte, dass du das Memo-Headset da testest. Ich weiß, tut mir leid. Arbeiten, 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 was? Du weißt, wie das ist. Aber sicher doch. Oh, also, ja, im Grunde wollte ich dich ja auch nach dem Memo fragen. Ich brauche ein tragbares Laufwerk, um die Daten vom Headset herunterzuladen. Okay, na dann reich doch den üblichen Antrag ein und ich weise dir morgen eins zu. Ich brauche aber heute eins. Jetzt sofort eigentlich. Und du weißt, ich kann das nicht machen. Der Sicherheitsdienst würde mir in den Arsch treten. Komm schon, du hast doch 100 von den Dingern da drin. Und die sind alle ordentlich zugeteilt worden, damit die niemand aus der Anlage schafft. Hör mal, Cal, tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber du kannst nicht von mir erwarten... Ich muss los. Ich warte schon seit vor dem Mittag auf diesen Anruf. Reich einen Antrag ein und ich gebe dir morgen als erstes ein Laufwerk. Scheiße. Okay, Cal, nachdenken. Nein, ich denke, das ist Was ist dein Plan B? Jen aus ihrem Büro kriegen. Und wie machen wir das? Keine Ahnung. Aber irgendwas muss es hier doch geben. Ich kann nur beten, dass Adams kleiner Anfall nicht die Hälfte unserer Daten zerstört hat. Und Adam hat auch wirklich keinen Zugriff auf diesen Kram? Ich weiß, wir haben seinen Programmcode heruntergestuft, aber er ist dafür ausgelegt, sich selbst zu reparieren. Wenn man ihm die falschen Platinen verpasst, wer weiß, was dann alles passieren kann. Nein, keine Änderung. Ich sag's ja nur ungern, aber könnte das ein physikalisches Problem sein? Vielleicht etwas mit den Racks? Ach scheiße, ich krieche da nicht rein. Habe ich letzte Woche schon gemacht. Nakamura ist da drin. Ich muss sie da rausholen, damit ich mir ein Laufwerk holen kann. Ich verpasse ja jetzt schon die Tests. Okay, jetzt sagt sie nichts mehr. Nichts, zumindest nichts. Testkontrolle 5C. Doch der Test des guten Doktors kann warten, bis ich dieses tragbare Laufwerk habe. Hm. Oh, die macht das super. Auf direktem Weg zu einem Angebot. Oh.
Oh, ich habe 3 Beweise vergessen. Aber anscheinend mache ich das gut. Was ich mir im Prinzip selbst gesagt habe. Da war ich nicht dabei. Vielleicht sollte ich mal sehen, was die für Dr. Stone geplant haben. Testplanungsbüro. Testplanungsbüro 2012. So, da haben wir jetzt den Code. Eine Karte zu Dr. Stone. Interessant. Die hat insgeheim mit ihrer eigenen Mutter experimentiert. Nun, wenn's erblich ist, was braucht man da noch an zusätzlicher Motivation? Die Mutter ist gestorben. Oh, und sie hat versucht, das zu vertuschen, aber jemand hat sie verraten. Zulassung entzogen, verurteilt, von der Presse verfolgt. Hartes Schicksal. Wirklich hart. Ja, allerdings. Aber es könnte sein, dass sie das selber ereilt. De facto würde ich da auch forschen, wenn es denn geht. Aber war hier noch irgendwas, was ich lesen konnte? Nein. Oh, ich erinnere mich an den Kerl da. Der ist bei Test 4 ausgestiegen. Experte für Nervenschnittstellen. Wahrscheinlich wollten die den zusammen mit Annabelle in den Augment stecken. Die würden sich ihren eigenen Arm abhacken, solange er nur durch eine coole Cyberprothese ersetzt wird. Schon wieder nichts? Immer noch nicht? Hier ist echt nichts mehr. Kandidat 0961 Patel, Aktivitätsprotokoll 305. 961 wurde zum 3. Mal neu gestartet. Ihr ist das Wesen dieser Aufgabe offenbar klar, doch sie geht sie sehr zurückhaltend an. Dies passt zu dem Verhalten, das sie bereits bei anderen Tests an den Tag gelegt hat. Ja, ich weiß noch, wie ich sie beobachtet habe. Sie war ziemlich gut. Oh Mann, anklicken. Kandidat 0963 Ruiz, Aktivitätsprotokoll 302. Mit dem Jungen werde ich so langsam warm. Er überstürzt nichts. Bislang hat er 15 Minuten damit allein verbracht, seine Strategie zu durchdenken. Ich bin definitiv auf seiner Seite. Oh Mann. Immerhin. Antons Test. Kommt mir vor, als wäre das schon Jahre her. So, da war schon mal nichts. Vielleicht gibt uns das ja einen Hinweis. Maintenance Control Hub. Testplanungsbüro, den Code haben wir. Laboratorium. Das Labor. Sie konzentriert sich voll und ganz auf ihr Breitbandantiseptikum. Oh ja. Yeah. Tests für Antiseptika der Klasse A. Tag 47. Vielversprechende Resultate. Und ich denke, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Wenn Tanner mich heute früh nicht mit ihrem albernen Verbrennungsquatsch gestört hätte, dann wäre ich jetzt schon fertig. Einige da ist aber jemand sauer. Oh, Maria, betrügst du mich etwa? Bin mir nicht sicher, was Chopra damit gemacht hat. Interesting. Ich kann's nicht richtig lesen. Naja, dann wird's wohl nicht allzu wichtig sein, hoffentlich. Salima, hier spricht Dr. Chavez. Ich muss wissen, ob ihre Antiseptika bereits am Menschen getestet werden können. Mein Team wird täglich von Krallen und Schnäbeln heimgesucht, also wären das die perfekten Versuchskandidaten. Rufen Sie mich unter der Durchwahl 174 an. Na klar. Und das, Chavez, nennt man Ironie. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, das nennt man definitiv Ironie. Wenn ich hier weg bin, kann ich vielleicht endlich mein Buch schreiben.
Mein Buch des Verrats. Habe ich das hier schon geöffnet? Ich weiß es nicht. Tasche, Tasche. Mann, war das laut. Da ist nichts. Hier auch nicht. Es sieht so an, als wäre die Klimaanlage ziemlich anfällig. Und wenn die ausfällt, muss Jen aus ihrem Büro raus. Runter in die Untergeschosse, was? Nun, das wollen wir doch nicht, oder? Ich wünschte, ich hätte mehr Ahnung von Chemie. Scheint so, als könnte man damit Jen aus ihrem Büro bekommen. Interessant. Hallo Katze, sag mal hallo. Sag hallo. Naja, dann nicht. Dann sagst du nicht hallo. Chemikalien für Chopras Antiseptikum. Wenigstens einer, der seine Proben ordentlich verstaut. Das ist eine Menge Geld. Schätze mal, wenn man nur reich genug ist, kann man sein Leben verlängern. Ganz gleich, wie unmoralisch die Behandlungsmethode auch sein mag. Und der Direktor hat seine Entscheidung noch nicht gefällt. Anscheinend bin ich echt müde mittlerweile. Okay, dann war es wahrscheinlich gleich erstmal für diese Aufnahmesession. Nur ein, zwei Minütchen. Und dann werde ich auch ins Bett kippen. Das Armprogramm soll ab da beginnen. Was für ein Experiment Chopra hier wohl durchgeführt hat. Marias Armprogramm soll ab da beginnen. Wie könnte man das denn überladen? Wenn wir nicht mit Chemie. Also eben eine Kuh. Da. Oh. Ups. Das hier wollte ich. Okay, hier ist echt nichts drin, was wir benutzen könnten. Nee, gar nichts. Chopra muss rund um die Uhr arbeiten. So sieht's aus. Für Chopras Arbeit. Wenigstens einer, der seine Proben ordentlich verstaut. Ach jetzt. Ui. Die Kontaminierung. Diese Chemikalien riechen. Naja, wenigstens bin ich diesmal clean. Und muss nicht denken, dass ich dann irgendwie infiziert wieder rauskomme. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Das heißt also, ich muss runter zu Ebene Q. Dort geht's zu Ebene A. Soll das eine Figur sein? Habe ich hier irgendwo? Also. Was war nochmal dieser Code? So, 2012. Hab ich dich. Sesam, öffne dich. Die Figuren sind echt creepy und haben einen dezenten Silberblick. Finden ihren Weg per Nachtsicht, sagt man.
So viele gebrochene Knochen und ausgeschlagene Zähne. Okay. Sehr, sehr eigenartig. Ja, das sieht nach einem guten Szenario für Sie aus. Bankette sind immer witzig bei Kandidaten, die sich falsch behandelt fühlen. Was wohl Ihr Geheimnis bei Familienangelegenheiten sein wird? So, eins. Maglev, Problem mit Servoanzug verfolgt Wissenschaftler 2. Ungeduldig, Beobachtung 3. Terraform, Ausbruch, Morsen, Plattform, Familienangelegenheit, Daten an Smith, wie üblich, Option 3, 6, 7. Mit Evans reden und 13. Testpersonen benötigt. Ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken. Habe ich hier? Nee, habe ich noch nicht reingeguckt. Die große Madeleine Stone. Der Direktor steht auf Genies in Not. Nationalität britisch, Feld Neurowissenschaften, Arbeitsstatus medizinische Zulassung aberkannt. Letzter Arbeitgeber Cotte Weaving, oder na, doch Weaving Pharmaceuticals. Sorry if I'm forkacking die Aussprache. Hab schon länger keine mittelalterliche Version des Banketts gemacht. Schade. Stimmt. Das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ich habe es einfach mal gesagt. Man muss es ja mal sagen. Pläne für die Entführung von Dr. Stone. Der gute alte schwarze Sack am Haupteingang. Erinnert mich an die Nacht, in der die mich erwischt haben. Planmäßige Wartung. Ja, das ist das. Starke anti-autoritäre Ader hat, die aber meinem Kind sehr zum Vorteil erreichen könnte. Ich recherchiere zurzeit noch die weiteren Details ihres Verfahrens wegen ärztlichen Fehlverhaltens. Wenn ich herausbekommen kann, wer sie bei den britischen Gesundheitsbehörden verpfiffen hat, könnte uns das dabei helfen, ihre Eignung zu prüfen. Cleveres Biest, diese Frau. Dann wollen wir uns doch mal auf den 20-minütigen Ausflug wagen. Wenn ich den Fahrstuhl finden würde... Das ist Chavez da drüben. Die arbeitet an dem vierten Test. Ich will sie nicht stören. War ich hier schon? Oh yeah. Na dann, liebe Leute. Lasst ein Abo da, liken nicht vergessen und... Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Tschüss.